Moin, Johannes hier und ich habe heute mal einen kleinen Tipp hier bei YouTube für euch und zwar Bodo Wartke, der ein Stück aus den Klaviersdelikten bei YouTube frei verfügbar gemacht hat. Das macht er relativ oft von seinen alten Programmen und teilweise auch aus den neuen Programmen. Gibt es relativ viel, ganz legal, ganz normal auf YouTube zu sehen, als Appetithappen für seine großartigen Live-Programme. Die sind live nochmal ein ganzes Stück schöner als auf YouTube oder als auch tatsächlich aufgezeichnet auf DVD oder Blu-ray, wie man sie kaufen kann. Heute geht es um eins der fantastischsten Stücke. So fantastisch, dass es mir das Wort gerade zerhackt hat. Es geht um das Stück Sie, in dem Bodo Wartke von einer Frau singt und darüber, wie er sie verloren hat, wie er sie versucht wieder zurückzugewinnen, wie es so viele seiner Stücke sind. Er schreibt ganz viele Liebeslieder. Und das hier ist auch ein Liebeslied, denkt man, bis es dann die ja wirklich unglaublichste, den unglaublichsten Twist, die unglaublichste Wendung am Ende des Stückes gibt. Achtet mal auf das allerletzte Wort, die allerletzte Silbe, die tatsächlich dann erst auflöst, worum es wirklich ging. Es ging nie um eine Frau, es ging nie um die Liebe und trotzdem ist es, wenn man sich beim zweiten Mal dann mit diesem Wissen anhört, unglaublich zweideutig. Es hält das ganze Stück durch, diese Spannung, die zwischen den beiden Erklärungen hin und her wogt. Hört es euch an, genießt es und ja, vielleicht seid ihr davon so begeistert wie ich. Viel Spaß dabei. Bodo Wartke aus den Klaviersdelikten mit dem Stück Sie. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung und dann dürft ihr hier oder dort gerne kommentieren, wie euch das gefallen hat. Macht's gut, bis bald, ciao.